Wie in Überschrift seht, let's play ich für euch PES 13. Den Meisterliga-Modus. Ich habe ja Fußballmanager 13 let's play, aber da habe ich Aufnahmen verkackt und dann werdet ihr nicht hinterhergekommen. Und ja, deshalb habe ich gedacht, ich mache einfach hier nochmal Sound ein bisschen leiser. Ja, ich wollte unbedingt ein Fußballspiel let's playen und let's play jetzt einfach mit meinem neuen Rechner PES 13. Ja, Meisterliga natürlich. Ich spiele auch fortgeschritten, weil PES ist nicht so mein Fall. Transfermöglichkeiten. Ja, ich werde jede Folge versuchen, also in jeder Folge ein Spiel zu machen, damit wir immer Spieltag für Spieltag alles haben. Ich spiele Bundesliga mit diesem Patch, den es für Computer gibt. Wir haben auch ein Video, wie ihr auch bei PES 13 mit diesem Patch spielen könnt. Bitte geben Sie einen Namen ein. Ich nenne mich mit meinem richtigen Namen Kevin. Nationalität. Nationalität. Deutschland. Ja, die Frisur ändere ich. So eine Frisur habe ich nicht. Und glatt. Ja, welche Frisur? Alles so geleckt aus. Ah, die geht eigentlich. Nein. Kurz. Haarfarbe. Aufstellung der Vereinsmannschaften. Weil sonst müsste ich mit so einem No-Name-Pets-Spieler spielen. Das will ich gar nicht. Nimm natürlich Werder Bremen. Natürlich. Ah ja, gute Nachrichten, bla bla bla. Aber jetzt wird ihr Spielstand automatisch gespeichert, alles klar. Machen wir gleich, überschreiben wir meinen PES-Spielstand. Ja, es ist ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich bin Ihre Sekretärin bei diesem Verein und freue mich darauf, an Ihrer Seite zu stehen. Es ist Zeit, Sie die Presse vorzustellen. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Naja, ich muss auch bereit sein. Gemacht, ey. Das gibt leider bei FIFA nicht. So eine Pressekonferenzen und sowas. Das fehlt mir bei FIFA. Vielleicht ist es ja bei FIFA 15 bei. Ich finde, sie haben sich ganz beachtlich geschlagen, Kevin. Sie wirken zwar ein wenig nervös, aber im Großen und Ganzen haben sie den richtigen Ton getroffen. Ich hab doch ja nicht gesagt. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihren Worten den Fans von SV Werder Bremen viel Hoffnung gegeben haben. Sie freuen sich zurecht. Wir haben für den 20.08. ein Testspiel gegen Dynamo Zagreb anberäumt. Kevin, die Spieler sind heiß darauf, ein paar Worte vom Trainer zu hören. Aha. Bla 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 bla. Ja, ich weiß, wie es geht. So. Genau, mein Team. Kaderliste. Ja. Alle beiden. Aufstellung. Mal euer Festling. Ah, ist noch so, wie ich eingestellt habe. Ganz gut. Ja. Dann. Ja. Fang einfach mal an zu spielen. Das hat er gemacht.
Ja, wir die so behalten. Ja, was machen wir da bei dem Testspiel? Ach, steht dann ansehen. 1-1. Ich werde jetzt so lange vorspulen, bis das erste Spiel gegen Schalke ansteht und dann werde ich das spielen und dann ab dann jede Folge ein Spiel machen. Transferfenster. Ja. Sie haben ein neues Paar Schuhe. Scout direkt nach dem Portal. Und los geht's. So, Auswärtstrikot. Ja, Aufstellung will ich nichts ändern. Das überspringen wir mal. Ich bin Wolf Fuß. Lassen Sie uns zusammen mit Hansi Küpper, der für die Analysen bereitsteht, das heutige Spiel einleiten. Hallo Wolf, hallo liebe einfach Zuschauer, ich freue mich heute hier in dieser fantastischen Atmosphäre dabei sein zu können. Ich werde jetzt hier schön failen, sage ich euch schon mal so. Er bekommt den Pass in guter Position. Jetzt will er es wissen. Mann, der Pfosten ist heute erster beste Schuss Freund von diesem des Let's Play ging gleich an den Pfosten. Nicht schlecht. Fängt schon mal gut an. Das war das. Das kann man besser lösen. Jetzt hat er die Chance. Der Torhüter bringt die Hände an den Ball. Da haut er einfach mal drauf. Das hätte was werden können. Die Bräunen in der Ecke. Er bringt die Flanke. Ah, Scheiße. Oh. Und jetzt Affelei. Ja, mit diesen Orakel-Videos, die wir von Pest gemacht haben, werden wir auch aufhören. Und ich möchte mit einem anderen Kumpel FIFA orakeln. Aber wir wissen noch nicht, wie und wann und im letzten Konsole. Moment geht einer dazwischen. Das machen wir uns noch aus. Das wird auch sicherlich für euch Fußballfans lustig. Das kann interessant werden. Ja. Knapp. Saubere Annahme. Akpala. Ach Scheiße. Wieder kommt. Ja, abseits. Pfanne ist oben. Damit haben sie eine gute Möglichkeit vertan, hier in Führung zu gehen. Durch die Abwehr. Riesenmöglichkeit. Eiskalt verwandelt. Ja, das ist das 1-0. Und jetzt können wir drüber diskutieren. War es gut gemacht oder war es einfach schlecht verteidigt? So, da passte am Ende alles. Der Pass kam an und er macht aus dieser Situation, so wie man es von ihm gewohnt ist, sein Tor. Sie gehen mit 1-0 in Führung. Das ist die Führung. Davon haben sie geträumt. Jetzt heißt es natürlich weiterarbeiten und einen im Moment angenockten Gegner nicht wieder aufbauen. Ja, bin aber hier Spielbestimmter. Noch 15 Minuten in der ersten Halbzeit. Das war scheiße. Abgefangen. Jetzt kann er es probieren. Versenkt. Scheiße. Und jetzt sieht er davon. Solche Profis sind die absolute Ausnahme. Einer wie er kann ganz alleine für die Entscheidung sorgen. Starkes Tor. Wunderschön anzusehen. Das war Mist. Und damit steht's 2-0. Das ist doch jetzt ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich muss das reichen.
um am Ende den Sieg einzufahren. Und jetzt versucht er's. Ja. Er trifft. Ein Treffer fehlt noch. Schaffen Sie noch den Ausgleich. Das war gut. Und damit brauchen Sie nur noch eins. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zuschauer damit noch gerechnet haben, aber jetzt ist hier in diesem Spiel alles wieder offen. Das wird ein Einwurf. Ja. Nee, so wird das nichts. Muss den Ball nach vorne bringen. Ah, schade. Schlampiger Pass. Barnetta. Lauf, lauf. Versucht die Gasse zu finden. Ja, ja, ja. Gefährlich. Oh, schade. Gefahr vorbei. Es ist nochmal gut gegangen. Und Halbzeit. Der Unparteiische bittet zur Pause. Über das Ergebnis braucht man sich nicht zu wundern. Überraschungsmomente gab es überhaupt nicht. Raumaufteilung und dergleichen ein absolutes Fremdwort. Aufstellung ändern. Dreimal hat es gerappelt in der ersten Hälfte. 2 ja, zu 1 toll, der Spielstand. Gar kein Stürmer bei. Gut, dann werde ich erstmal das Spiel am Ende machen und dann Aufstellung ändern. Das war ein Satz mit X. Und los geht's. Sie haben noch 45 Minuten, um das Spiel zu drehen. Ja. Das war gut. Der war noch besser. Jetzt mal vielleicht. Der kommt direkt vors Tor. Den drischt er weg. Elia. Ein Distanzschuss. Oh. Ja, der war wichtig. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Ja. Er schlägt ihn rein. Er trifft ihn. Ja. Treffer versenkt. Damit haben sie wieder Augenhöhe. Sokrates. Es gibt Mannschaften, die stecken den Kopf in den Sand, wenn sie hinten liegen. Dieses Team gehört nicht dazu. Die machen die Schultern breit und nehmen den Kopf hoch. Sie haben ihn richtig gehend zu diesem Tor eingeladen. Also wenn man einer Abwehr mal zeigen möchte, wie Deckungsarbeit direkt vor dem eigenen Tor nicht funktioniert, dann musst du das Video von diesem Tor einlegen. Und das wird jetzt langsam eine ernsthafte Bewerbung um den Titel Comebacker der Saison. Die Koordinaten dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden. Und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Uchida. 60 Minuten sind durch. Ah, komm. Versucht weiterzukommen. Sehr gut. So. Zack. Er steckt ihn ach, durch. Scheiße. Er kriegt er den Ball. Die Situation ist bereinigt. Wir nähern uns der letzten Viertelstunde des Spiels. Oha. Da ist die Chance. Und weg mit der Murmel. Gefahr vorbei. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da heißt es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. War knapp. Fritz. Ach, probieren wir mal. Mann, der war abgefälscht. Und bitte! So ein Ding kann man eigentlich gar nicht vergeben. Die Mannschaft liegt mit 2 Toren zurück und vielleicht liegen auch ein bisschen die Nerven blank. Das hätte der Anschlusstreffer sein können, wenn nicht sogar müssen.
Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Jetzt aber. Eckball. Der Pass kam genau richtig. 2-2 war auch vom Eckball. Schöner Weiterpass, das ist kein Abseits und aus so einer Möglichkeit kann man auch mal ein Tor machen. Hier wieder Sokrates. Er versucht den Heber. Und damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Papastathopoulos. Um meine Torchance rauszukriegen. Gut gemacht, gut verteidigt. Jones. Der Schiedsrichter beendet dieses Spiel. Spiel 2-2. Eigentlich das Spiel endet also mit Remis und die Zuschauer scheinen durchaus zufrieden zu sein. Es war eigentlich für jeden was mit dabei. Ich denke mal, nach einer Weile wird das gehen. Für die anderen Ergebnisse. Eintracht Mainz 1-1, USA München Gladbach Nürnberg, 0-1 Nürnberg. Augsburg 2-1 gegen Düsseldorf, Wolfsburg 1-0 gegen Hamburg, Hoffenheim 2-0 gegen Fürth, Borussia Dortmund 1-0 gegen Bayern, Stuttgart 0-1 gegen Freiburg und Leverkusen 2-0 gegen Hannover. Okay, ja, Tabelle, 8. Platz, ja, das wird so. Ja, Einnahmen kommen hier auch noch. Wir haben einen neuen Spitznamen erreicht. Gut, das war's erstmal mit der ersten Folge, dem ersten Spieltag. Na, da mache ich hier schnell noch. Mit dem ersten Spieltag, es wird jetzt immer so weitergehen, dass ein Spieltag eine Folge ist. Also die Folgen werden jetzt kürzer, also nicht so lang wie die jetzt hier war. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum zweiten Spieltag.